Also mein Name ist Andreas Heinrichsberger und ich bin aus Gefühl. Herr Heinrichsberger, Sie waren ja einer von den ersten Ersthelfern da vor Ort. Vielleicht erzählen Sie uns kurz, was los war. Ja, das ist richtig. Also ich habe auf der anderen Seite von der Unterführung haben wir gerade baggert und habe einen Krocher gehört. Und dann schaue ich und auf einmal kommt der Bus runter. Und gingen dann natürlich einmal 1000 Gedanken durch den Kopf und habe dann natürlich gleich einen Notruf angerufen. Wir sind dann gleich alle Vierer, haben mal geschaut, wie viele Leute was drin sitzen, ob wer eingeklemmt ist. Ich habe das alles nebenbei am Telefon mit dem Notruf und der Notrufzentrale telefoniert und haben das alles so weitergegeben, was wir machen. Wir haben dann gesehen, dass der Busfahrer ganz unten drin zwickt und ich bin dann da oben. Ich habe dann die erste junge Dame gesehen. Wir haben dann da die Scheibe gehabt und haben angefangen. Es sind dann natürlich von der Baustelle gleich viele Leute gekommen, die was alle mitgeholfen haben und haben einfach die Insassen angefangen zum Außer da. Ja. Wie hat es denn da ausgeschaut? Waren die alle ansprechbar, aber mit denen reden können oder wie ist denn denen gegangen? Also die erste junge Dame, die wir außer da haben, der ist relativ gut gegangen. Sie war auch nicht recht schwer verletzt. Sie hat auch sofort gesagt, wir sollen sich gleich um die anderen kümmern, ihr geht's gut. Es war der eine ältere Herr, war mehr verletzt, ist aber auch, sie sind alle von selber rausgekommen, bis auf die eine Schülerin, die haben wir rausgetragen müssen, die ist ganz unten drin gewesen, war aber auch nicht eingeklemmt. Und nebenbei haben sie einen Busfahrer außer da, da habe ich nachher auch hingeschaut und da haben sie gesagt, dass sie ihn eben wiederbeleben haben müssen und dass er immer wieder weggekippt ist. Als erstes ist ein Rettungsauto gekommen, die waren gerade zufällig in der Nähe. Die haben einen Strahlenpatienten auf Krems geführt, die waren dann gleich da. Feuerwehr ist dann auch, kann nicht sagen 5 Minuten, da verliert man ein bisschen das Zeitgefühl. Die waren aber alle gleich da, haben einen Brandschutz aufgebaut und nur geschaut, ob noch Leute drin sind. Es waren aber dann Gott sei Dank keine mehr drin. Wir haben schon gesehen, dass die Rettungskräfte schon in Arbeit sind. Und wir haben nachher gleich einmal den vorbeugenden Brandschutz hergerichtet, falls irgendwas zum Brennen anfängt. Und dann haben wir Absicherungsmaßnahmen getroffen. Nein, es dürften 5 Personen mitgefahren sein. Der Buslenker, der war am schwersten verletzt. Die Personen waren alle ansprechbar und auch schon aus dem Bus heraus. Also es war keiner eingeklemmt. Das hat die Situation für den Anfang ein bisschen leichter gemacht, weil wir niemanden aus dem Bus retten haben müssen. Ja.